getrennt. So. Die Fahrzeuge werden jetzt auf die Strecke zurückgebracht. Und wir schauen hier voller Spannung in den Lauf mit dem zweifachen Weltmeister, mit Andreas Loth, der sich hier versucht, gegen den jungen wilden Dominik Hilberg durchzusetzen und gegen die Krabben, die hier alle 4-5er Zeit abgeliefert haben. An der Bahn 2 haben wir auch sehr, sehr schnelle Rundenzeiten sehen können. 4,974, da versucht sich Werneri gegen Schmidt durchzusetzen. Die Startabsequenz wird jetzt eingeleitet. Wir schauen runter an die Strecke, an dieser ersten Bahn. Also der zweifache Weltmeister Andreas Loth gegen Dominik Mühlberg, gegen den jungen Mann aus inzwischen Frankfurt, Wien, vertreten durch Andreas Loth. Das ist der nächste Frühstart, also nervös sind Sie? Das kann ich auch verstehen. Jetzt der Start also glückt an der Spitze. Sehr, sehr dicht beieinander, das ist Nikram und Dominik Mühlberg, wobei Nikram hier einen Tick schneller unterwegs war, kommt hier bereits in seine zweite Runde. Und das wäre natürlich ein Knaller, wenn sich hier Nikram gegen Dominik Mühlberg und Andreas Loth durchsetzen kann, hat aber hier noch 7 Runden vor sich. 4,687 in der letzten Runde gefahren, 4,95, das war die Zeit von Andreas Loth. 4,621, das war Dominik Mühlberg, also alle in der vierten Runde, schätzen sich im Moment nichts. Und diese 4,6er-Zeiten, die sagen natürlich, dass sie schon mal an der 4,5er-Zeit knabbern. Nikram, das wäre die 4,5er-Zeit übrigens, das war die schnellste Zeit aus dem Vorlauf. Da sind die jetzt im Recht-Tempo fast wieder dran. 6,22, Nikram noch immer in Führung. Das war eine kleine Sensation, wenn er hier den zweifachen Weltmeister und Dominik Mühlberg auf Position 2 setzen kann. Und er macht das nur noch super. Kommt hier auf die nächste Runde zu fahren. Heute Runde 4,907. Ich mache jetzt noch eine Runde. Da wäre tatsächlich Nikram durch. Das wäre eine Top-Leistung von ihm. Jawohl. Andreas Loth und Dominik.